Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberrhein? Dies ist Teil 86 und hier läuft gerade unsere großartige Grasernte. Und ich sollte mal ein paar Ballen einsammeln. So. Ja, da nehme ich mal den Waldram. Der macht das sehr gut. Und ich hoffe, ich stehe jetzt mit dem anderen Trecker nicht direkt. Doch, ich stehe vor dem Ballenwagen. Aber ich glaube, ich kriege den da raus. So. Ja. Jetzt wunderbar. Und mir fällt gerade noch was anderes ein, das ich noch vorher machen sollte. Und zwar war hier sowas, dass irgendwie das Saatgut nicht recht verteilt wurde. Aber jetzt ist es da. Gut. Und ich glaube, ich kann erst jetzt dann das hier auf die effektivere Produktion stellen. Jawohl, hier ist jetzt noch standardmäßig die Sonnenblumen mit reinem Wasser. Dann wird nämlich doppelt so viel produziert. Und dann verdiene ich auch mehr. So, oh, hier ist viel mehr Saatgut und Mineraldünger bergeweise. So, da ist es auch schon eingestellt, okay. Was habe ich dann mal vorher schon gemacht? Ah ja, diese hier, die waren ja neu, die beiden Gärten. Dann gucke ich mal hier. Ah ja, und die greifen auf den gesammelten Großvorrat von Saatgut und Mineraldünger zu. Hier muss ich auch noch das Lukrativere einstellen. Und das gilt, glaube ich, auch für die Gärten da unten. Da renne ich jetzt gerade mal hin. Dup, 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 dup. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber lieber zweimal nachgeguckt als einmal zu wenig. Hier auch Sonnenblumen haben wir. Saatgut ist da, wunderbar. Sonnenblumen, jawohl. Okay. Das überprüfe ich jetzt mal bei allen. Denn wenn man hier schon Saatgut und Dünger drin hat, dann macht es ja auch Sinn, die stärkere Produktion zu machen. Weil dann ist jeder Garten wie doppelt. So. Hier auch Mais. Und hier Baumwolle. So. Ja, ich denke mal, das bringt jetzt schon ein paar Tausender pro Tag. Allein dieses bisschen umstellen. Das war jetzt Sonnenblumen. Wunderbar. Und die werden direkt verkauft. Okidoki. Ich
Ich nehme mal an, Sonnenblumenöl wird dort schon produziert. In Hülle und Fülle. Sonnenblumenöl läuft. Und wie viele Sonnenblumen sind da drin? 1400 Liter. Das ist sehr gut ausgetariert. Wir haben aber zu viel Erdbeeren, zu viel Zucker. Oh, oh, oh. Wir haben von vielem viel zu viel. Kartoffeln. Da muss ich mich mal hinsetzen. Und dann in aller Ruhe auf Direktverkauf gehen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir immer mehr Kartoffeln hier anhäufen, die gar nicht schnell genug verarbeitet werden können. Jetzt gucken wir mal, Premium-Kartoffeln läuft und Pommes läuft auch, klar. Aber die haben da genug Zeug drin für ein ganzes Jahr. Also, das mache ich jetzt mal hier. Dass ich wenigstens schon mal die Kartoffeln erledigt habe. So. Muss ich jetzt hier blättern und blättern da. Und die stelle ich jetzt auf Direktverkauf. So, und dann gucke ich mal, ob ich noch mehr Kartoffeln produziere. Ich glaube allerdings nicht. Und die Zuckerrüben waren auch ziemlich viel. Die stelle ich auch mal auf. Ja, Zuckerrüben verteilen auf Direktverkauf. Das waren, glaube ich, die größten Posten. Ne, Mais ist auch noch ein ordentlicher Posten. Den stelle ich dann auch noch mal um. Und den Rest mache ich dann ein andermal, weil das ist nicht so viel. So. Das wird auch direkt verkauft. Und ich könnte natürlich jetzt auch Mais und Zuckerrüben und Kartoffeln auf Sonnenblumen umstellen, weil die sind lukrativ. Aber ich denke mal, auf Dauer bringt es wahrscheinlich mehr, wenn man mehr Vielfalt drin hat. Dann ermüden die Märkte nicht so schnell. Und dann kriegt man unterm Strich wahrscheinlich einen besseren Schnitt. Und es ist ja auch für die Bevölkerung und die Gegend gut, wenn man da vielfältig seine Angebote und das Volk bringt. Denn wir arbeiten ja auch an der Ernährung der Umgebung. Zumindest stelle ich mir das immer gerne vor. So. Ja, und wenn wir nachher noch Zeit haben, dann baue ich vielleicht auch noch ein paar kleine Rebgärten da auf diese Wiese. Mal gucken. Die wollen ja auch einen ebenen Standort haben. Aber vielleicht finde ich da noch eine Ecke. Dass ich, sagen wir mal, so mindestens zwei, am liebsten vier Rebgärten habe, wo ich dann die Weintrauben mit Gartentechnik anbaue und nicht mit Feldtechnik. Denn dann haben wir das ganze Jahr über Weintrauben und können entsprechend dann auch Traubensaft und Rosinen produzieren. Das ganze Jahr über.
Und ihr fragt auch schon ständig nach Apfelbäumen und so. Und auch nach Gemüsegärten mit Gurken, Kürbissen, Zwiebeln und. Die Liste ist lang. Und mir ist es bewusst, ich will beides auch möglichst bald machen. Momentan arbeite ich aber an meinem roten Farmgebäude-Pack. Ich nenne das immer rotes Farmgebäude-Pack, aber das kriegt eine Farbwahl. Also man kann bei dem roten Farmgebäude-Pack dann auch weiße oder blaue oder grüne oder braune Farmhäuser sich hinbauen. Das war im LS19 schon recht beliebt. Das waren die Farmgebäude von der Port Limbo. Und es ist einer meiner beliebtesten Mods. Und den mache ich jetzt für den LS22 Flott eben mit Farbwahl. Begehbares Farmhaus, zweistöckig mit schönem Giebel und Balkons und ja, Scheune mit Heulager drin. Und alle möglichen Gedöns. Und da werde ich wahrscheinlich Wochen dran arbeiten. Weil das relativ umfangreich ist. Ja, und einerseits würde ich sagen, leider werde ich da dran Wochen arbeiten. Und andererseits würde ich sagen, hurra, endlich bin ich dabei, das zu machen. Und viele warten schon lange darauf. Vor allem viele Amerikaner. Das ist zwar eigentlich skandinavischer Baustil, aber weil das halt so rote Holzhäuser sind, mögen die Amis das auch sehr gerne. Und die haben da schon viel nachgefragt. So. Aber es kann gut sein, dass ich danach dann Gemüsegärten mache und oder Obstbäume, weil da wird auch viel nachgefragt. Und die möchte ich auch so gerne selber haben. So, da ist immer noch nichts angebaut. Kann das wirklich sein? Ich flitze da mal kurz rüber. Jetzt ist nämlich 13 Uhr durch. Tatsache. Das ist der Hammer. Wenn da jetzt nichts angebaut wird im Mai, dann liegt dieses prachtvolle Feld das ganze Jahr über brach. Das geht doch gar nicht. Und darum, jetzt gucken wir mal, es kostet ja 605.000 und mir fehlen nur noch etwas über 100.000. Das ist doch genial. Jetzt nehme ich den Kredit auf und kaufe es. Wer weiß, vielleicht wird dann gerade in der Zwischenzeit irgendwie Baumwolle da angebaut oder so. So, jetzt nehme ich so viel Kredit auf, dass ich mir das gut leisten kann und vielleicht auch nochmal 10.000 über habe. So vielleicht. Okay, dann kaufe ich mir das Feld. Nein. Ja. Kaufen. Jawohl. Oh, was ist jetzt für ein großes Feld? Ich glaube, die Feldfläche ist so groß wie bisher alles andere, was ich habe. Super.
Ist, glaube ich, nicht ganz das größte Feld. Das ist noch deutlich größer. Aber hier in der Umgebung ist es eindeutig das größte Feld. Da ist auch noch ein großes. Also es gibt schon noch ein paar andere große Felder. So. Und dann saus ich da jetzt mit der Sämaschine hin und sehe Sojabohnen an. So. Haben wir ja auch schon. Aber ich denke mal, die sind für so ein großes Feld auch unkompliziert. Und sind dann letztlich auch lukrativ. Also man kriegt immer einen guten Preis für Sojabohnen. Aber ich mache da dann auch Sojadrink draus. Und irgendwann werde ich mal eine extra Sojamanufaktur modden. Ich denke mal mit einem selbstgebauten Gebäude, also richtig schick. So ein kleines Sojapack mache ich da. Mit extra Verkaufsstationen dazu und so. Mit Sojamilch, das habe ich ja jetzt sowieso schon, und Tofu, um Sojagranulat, um lauter Sachen, die man so aus Soja machen kann. Denn da kann man ja sehr viel machen aus Soja. So. Na, ob der Helfer das hinkriegt, hier an dieser spitzen Ecke anzufangen, gucken wir mal. Wahrscheinlich kriegt er das besser hin als ich. Und wenn ich irgendwie viel Bock habe und mir die Zeit nehmen kann, dann fahre ich vielleicht vorher mal zu der großen Sojafabrik, die hier in der Nähe ist. Also ich glaube, es sind schon so 50 Kilometer oder so. Aber relativ in der Nähe auf der französischen Seite, also da, wo ich auch wohne, gibt es eine Sojafabrik, die auch lauter solche Sojaprodukte herstellen. Und ja, die kann ich dann wahrscheinlich nur kurz von außen bewundern oder so. Aber ich kann mich ja mal informieren, vielleicht machen die ab und zu mal Führungen oder so. Weil das wäre auch schön, wenn ich da so ein bisschen Background-Info noch hätte. Und ich werde natürlich keine Fabrik bauen. Also keine Sojafabrik, so ein Riesending. Das ist ein Riesenkomplex, den die haben. Sondern ja, eine kleine Manufaktur. Also so ein nettes Hofgebäude, das man sich halt so auf seinen Hof stellen kann. Wie so eine etwas größere Küche oder so. Aber trotzdem. Ja, wenn ich mir die Zeit nehmen kann, dann kann ich auch so einen großen Kessel machen, wo man dann die Sojamilch drin herstellt und dann den Tofu zubereitet mit, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie man das gerinnen lässt. Aber halt mit irgendeinem Gerinnungsmittel. Bei Panier wüsste ich's, da nimmt man Zitrone. Panier ist so ein Frischkäse aus Indien, den ich gern selber mache. Und beim europäischen Frischkäse nimmt man Lab. Oder man lässt die Milch sauer werden, was aber nur noch bei Milch direkt vom Bauern geht. Die Milch aus dem Supermarkt wird ja kaum noch sauer. So. Jetzt lasse ich den mal werken. Unser großes Feld. Endlich können wir hier richtig Landwirtschaft betreiben. So ist das Recht. Und ich hoffe, dass ich die Schulden bald zurückzahlen kann.
mit etwas Glück heute Abend schon einen Teil. Und wenn es weiter so gut läuft, dann lohnt sich nächstes Jahr vielleicht schon ein zweiter Mähdrescher, ein größerer. Aber so weit sind wir aktuell überhaupt noch nicht. Jetzt muss ich erstmal der vorhandene Mähdrescher anfangen zu rentieren. Der hat ja bisher fast das ganze Jahr über einfach nur rumgestanden. Wie ist das eigentlich bei euch in der Gegend? Also wenn ihr auf dem Land wohnt, hat da jeder Bauer ein oder mehrere eigene Mähdrescher? Oder teilen die sich das mit anderen Bauern? Oder nehmen die Lohnunternehmer? Also hier ist es, wie ich den Eindruck habe, so gemischt. Für die Feldfrüchte wie Weizen und so mit dem normalen Schneidwerk gibt es einen, ich denke mal, es ist ein Lohnunternehmer. Auf jeden Fall kommt der immer mit seinem John Deere Mähdrescher und seinem Getreideschneidwerk und erntet dann alles, was man mit dem Getreideschneidwerk ernten muss. Und da gibt es nur diesen einen John Deere Mähdrescher für mehrere Dörfer. Also so für so ein Kanton nennt sich das. Hier diese kleinere Einheit, also ist etwas kleiner, glaube ich, als ein Landkreis in Deutschland. Und kann man wohl nicht mit dem Schweizer Kanton vergleichen, aber heißt auch so. So. Da vorne werde ich noch mal ein bisschen was nachmähen. Es muss zwar nicht perfekt abgeerntet sein, aber da steht mir ein bisschen zu viel noch rum. Und hier, da können wir auch noch mal hin und her fahren. So. Hier so bis an den Rand. Ja, und ich war noch gar nicht fertig. Also für die normalen Getreide, da nehmen sie einen Lohnunternehmer. Und weil ihnen das Getreideschneidwerk fehlt. Und für die Maisernte habe ich den Eindruck, dass schon etliche der hiesigen Bauern eigene Mähdrescher haben, zum Teil aber ganz schön alte. Und dann gibt es hier noch so merkwürdige Mähdrescher-ähnliche Fahrzeuge, die ernten nicht die Maiskörner, sondern die ganzen Kolben, ohne sie zu dreschen. Es sind also Maiskolben-Erntemaschinen. Und die sind sehr, sehr alt. Und die werden dann zur Erntezeit auf einem Anhänger hier ins Dorf gefahren. Zwei Stück habe ich beim letzten Mal gesehen.
Und damit wird dann, werden dann die ersten Felder der Maisernte werden dann damit abgeerntet. Und diese Maiskolben, die unversehrten, die werden dann in so riesenlange Gitternetzsteigen gebracht. So 100 Meter lang, 3 Meter breit und 10, 15 Meter hoch oder so. So Käfige, und da werden die Maiskolben reingeworfen. Da bleiben die dann über den ganzen Winter mit so Maschendraht oder sowas. Bleiben die da drin und werden dann im nächsten Frühjahr rausgeholt und dann erst vom Kolben abgerebelt und zur Aussaat benutzt. Das heißt, die Bauern, die machen hier ihr eigenes Saatgut. Und brauchen dafür eigene Erntemaschinen und eben diese Riesenaufbewahrungskäfige, die hier die Landschaft prägen. Finde ich faszinierend, denn das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ich sollte auch mal, ja, vielleicht einen kleinen Videobericht drüber machen oder so, weil ich finde es einfach spannend. Ein Foto habe ich schon mal gepostet von diesen merkwürdigen Käfigen. Und mir gefällt es sehr gut, dass die ihr Saatgut selber machen. Ja, also das sind die Spezialerntegeräte, die angeliefert werden. Und ansonsten glaube ich, haben die größeren Bauern hier schon für die Maisernte einen eigenen Mähdrescher. Aber Detailinfos dazu fehlen mir noch. Also immer wenn ich mal den einen Bauern treffe am Feld, der hier auch Nachbar von uns ist, und wir mal ein Schwätzchen halten, dann erfahre ich so ein, zwei Sachen. Ich kann ihn ja auch nicht stundenlang interviewen. Aber daher weiß ich, dass der John Deere Mähdrescher für die Weizenernte eben aus dem Nachbarort kommt und tatsächlich immer der gleiche ist. Und das hatte ich auch schon so beobachtet. So. Okay, dann werden wir jetzt diese Ernte mal abschließen. Ein bisschen putzen. Und in einer ruhigen Minute sollte ich vielleicht auch mal wieder über das Seitenstreifengras flitzen mit dem Ladewagen für die Kühe. Damit ich da immer Futter vorrätig habe. Ah ja, und die Schafe will ich ja mittelfristig mit den kleinen Ballen versorgen, weil ich die so niedlich finde. So.
dazu. Gut. Dann sammeln wir jetzt noch die Ballen ein. Na, drüber hüpfen? Jawohl. Ah ja, hier muss man dann auch schon wieder ein bisschen kalken. Das könnten wir eventuell heute noch machen und morgen dann schon wieder ein bisschen düngen. Da steht ein Auto rum. Irgendwas ist da bestimmt im Weg. Muss ich doch gleich mal gucken. Ach ja, der Traktor, den ich da hingeschickt habe. Okay, gut. Unten sind, glaube ich, auch noch welche. Ach, ich rette mal das Auto. Na, so, hier. Den könnte ich ja gerade so stehen lassen hier mit Dünger und allen Schikanen und Fühler dran. Denn morgen wird ja das Gras gedüngt. So. Komm ich raus? Ja, ich komme raus. Sehr gut. So. Wunderbar. Na, das sind nochmal 22. Das lohnt sich doch auch. Wie schön da hinten die Spinnerei auf diesem Hügel steht. Es ist schon ein prachtvolles Gebäude. Und ich muss mal gucken, ich glaube, wir haben hier gar keine Schneiderei. Im Ort, meine ich. Weil sonst hätte ich es ja auch an die Schneiderei verkaufen können, den Stoff. Tja. Ja, auch wieder so eine Sache, da fragt ihr nämlich auch oft nach, ob ich nicht mal eine Spinnerei und Schneiderei machen könnte. Und ja, habe ich auch vor. Also vor allem soll die schneller arbeiten als die jetzigen. Ja, das können wir machen. Und wenn, würde ich aber wohl dann auch noch sowas wie Wollmützenproduktion und so machen. Und auch mit eigenem Gebäude, das ist also auch mehr ein mittelfristiges Projekt. Aber der Bedarf besteht. Nicht nur bei euch, sondern auch bei mir. Und ich schätze mal, die Mod-Ideen werden uns nicht so bald ausgehen.
Und die allerschönsten Mods, die kommen dann erst so gegen Ende, wenn ich dann richtig Zeit habe, so die ganz tollen, schnuckeligen Sachen zu machen. Mit genügend Zeit und dazugelernt und so. So. Gut. Also, Grasernte ist fertig. Jetzt gucke ich mal. Boah, das Aussehen, das wird sich noch hinziehen. Aha, großes Feld. Wie gut, dass wir jetzt wenigstens eine ordentliche Sämaschine haben. Oh, ich muss die Bodendaten kaufen. Bodeninformationen kaufen. Jawohl. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie schluffig das da ist. Oh, schon etwas schluffig. Aber auch Lehm. Hier ist schon eine relativ schluffige Ecke. Schlimm, schlimm, schlimm. Wobei der Schluff ist wohl nicht das Problem, sondern der Ton ist das Problem. Weil der ist wohl zu kompakt. Und schluffig ist, glaube ich, so sehr feinkörnig. Und das kann sehr gut sein. Also Lös ist, glaube ich, auch eine Art von Schluff. Und das ist ein hervorragend fruchtbarer Boden. So, aber Schluff kann halt mehreres sein. Zumindest habe ich das so gelesen. Ja, da müssen wir dann als... Ich hätte vielleicht gleich kalken sollen. Ja, hätte ich. Weil der pH-Wert ist schlecht. Aber ich lasse den jetzt sehen und dann wird danach gekalkt. Denn gesät werden muss heute, kalken kann man zur Not auch noch morgen. Aber ich mache vielleicht mal langsamer, um mich darauf einzustellen, heute noch zu kalken. Gut. Ist der überall schlecht, der pH-Wert? Ja, scheint so. Da hätte ich natürlich auch mit dem Kalken vorne wegfahren können, weil das ja schneller ist. Jetzt überlege ich, ob ich vielleicht den Dünger überhole. Die Aussaat überhole. Das ist natürlich dann ein waghalsiges Unterfangen. Aber müsste eigentlich gehen. Irgendwann kollidieren die dann und dann fussel ich sie wieder auseinander. Und ab da ist der Kalker dann schneller als der... Oder ich mache das so, dass ich den von der anderen Seite arbeiten lasse. Dann kollidieren sie auch irgendwann. Das ist vielleicht sogar besser. So.
schalten wir das mal an. Gut, das ist jetzt ein bisschen drüber, aber ich denke mal, das passt schon so. Oh, und da muss ich mal reparieren, wenn ich wieder Geld habe. Jo. Gut, mit der Folge mache ich dann aber mal Schluss, denn die ist schon wieder viel zu lang geworden. Vorher war es immer, wollte ich eigentlich 25 Minuten Folgen machen oder 20 bis 25 Minuten. Dann sind sie aber oft 30 Minuten lang geworden und ich dachte schon, oh, viel zu lang. Und jetzt passiert es mir immer öfter, dass die 40 Minuten lang werden. Immerhin merkt man daran, dass ich vor lauter Spielen eben leicht die Zeit vergesse. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und wenn ihr genügend Geduld mit den Folgen habt und die auch in dieser Länge anguckt, ja, dann bin ich froh. Und dann gibt es eigentlich nichts zu klagen. Aber ja, vielleicht sollte ich mich doch wieder ein bisschen mehr am Riemen reißen. Und schauen, dass die Folgen nicht mehr so überlang werden. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, was ihr von so langen Folgen haltet. Frage ich immer mal wieder. Und die Zeiten ändern sich ja auch. Und darum könnten sich auch eure Antworten ändern. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.